Hallo, ihr Uni-Vlog-Glotzer. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier war ich mit der lieben Charlotte erstmal schön in der Mensa Vita was phrasen. Später wollte ich dann auch noch ins UKA, in die Uni-Bib zum allerersten Mal, hab testen lassen. Zu dem Zeitpunkt musste man noch zweimal wöchentlich als Medizinstudent eben einen Corona-Test machen lassen. Und dann war ich auch zum allerersten Mal in der Uni-Bib und habe angefangen, Zellbiologie zu lernen, insbesondere mal die Aminosäuren auswendig zu lernen. Und dafür habe ich in ein paar der Vorlesungen nochmal reingeschaut. Ich muss sagen, dass in der Uni-Bib wirklich eine ganz, ganz tolle Lernatmosphäre herrscht. Ich konnte mich richtig gut konzentrieren, ich war sehr happy. Moin, ich laufe heute das erste Mal mit Licht, weil es noch dunkel draußen ist. Rücklicht ist auch am Start. Und da sieht man mal, wie schmutzig mein fucking Spiegel ist. Was steht da? E ist gleich M mal C Quadrat. An diesem Tag war ich auch wieder in der Uni-Bib am Start. Dieses Mal sogar mit der lieben Charlotte. Die hat sich da auch dazu gesellt. Hallo Charlotte. Und ich habe versucht, einerseits Physik, Terminologie und Zellbiologie unter einen Hut zu bekommen an dem Tag. Allerdings muss ich feststellen, dass ich einfach viel zu spät angefangen hatte, richtig dafür zu lernen. It was at this moment that she knew. She fucked up. Leute, ernsthaft, fangt einfach an, frühzeitig für euer Zeug zu lernen. Ich war gerade beim Brückenkurs von Charlotte, also beziehungsweise... Nein, nicht von mir, nein, mit mir beim Brückenkurs. Genau, wo sie immer hingeht und es war wirklich gut. Physik übrigens. Ich habe zwar trotzdem nur ein Viertel gescheckt, aber es war so toll, ein dass Viertel ich jetzt... Sei froh, wenn du überhaupt was verstanden hast. Bitte. Wir sind Vollprofis. Total. Und ich glaube, ich gehe da nächste Woche wieder hin, weil die war wirklich super, die Amelie. Also, ist sie auch. Ich wünschte, ich wäre früher schon hingegangen. Ich Idiot. Vielleicht bringt mir das ja noch was für die Physikklausur. Mal gucken. Am Donnerstag, den 12.01. hatten wir wieder unser heiß begehrtes Physikpraktikum. Dieses Mal war ET, Elektrotonus, dran. Und mir tut meine Teampartnerin wirklich jedes Mal so sehr leid. Vielen Dank, meine Liebe, dass du immer so viel Geduld mit mir hast. Aber I mean, irgendwie sollte es nicht so aussehen. Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Obwohl, ich glaube, das war sogar ganz gut. Aber nein, so sollte es definitiv nicht aussehen. Aber hey, es sah interessant aus. Physikpraktikum einfach jedes Mal so ein Abfuck. Am Freitag war ich dann aus rein kapitalistischen Gründen Blutspenden. Die Leute sind unfassbar nett dort. Leute, also wirklich, geht fucking Blutspenden. Wir brauchen Blut und ihr bekommt Geld, wenn ihr wollt, oder einen Gutschein oder whatever. Ihr werdet verpflegt. Es ist einfach eine Win-Win-Situation. Wow, mein Englisch wieder richtig geil. Dann bin ich noch zu einer Zellbiologie-Vorlesung gegangen. Klar, man versucht noch so viel aufzusaugen vor der Klausur wie geht. Und danach, na, wer hätte es gedacht, war ich wieder in der Uni-Bib und habe mich da reingepflanzt. Und in dem Tag war es übrigens sehr windig. Egal, nicht so relevant. An dem Tag habe ich versucht, für Terminologie die Deklinationen zu begreifen. Ich hatte ja nie Latein, hatte immer Französisch und Grammatik ist echt nicht meine Stärke. But I tried my very best. Da Freitag war, hatte ich auch was Nettes vor. Und zwar war die Zwillingsschwester von Charlotte zu Besuch. Das heißt, ich konnte sie auch mal kennenlernen und es war sehr schön. Also nochmal ganz kurz, das hier ist die liebe Johanna. Nein. Ihr seht nicht doppelt, also beziehungsweise ihr würdet doppelt sehen, wenn Charlotte gerade Zeit hätte. Egal, die telefoniert gerade mit dem Vater. Tschüss. Sie hat eine sehr interessante Art, Anatomie zu lernen. Und zwar hier zum Beispiel, wie cool das ist, wie du die Halsmuskulatur einfach lernst durch kreative Arbeit. Kannst du hier irgendwas erklären, liebe Johanna? Nein, kann ich nicht, weil ich bin noch nicht fertig. Okay. Wir warten jetzt schon so, ich weiß nicht, länger als 11 Minuten auf jeden Fall auf unsere Pizza. Also letzter Status-Update war 11 Minuten. Das war, glaube ich, vor einer halben Stunde oder so. Das Gute ist, ich habe vorher heimlich ein Brot gegessen, weil ich so viel Hunger hatte. 12:30 Uhr war das, was gegessen. Oh, wie bist du nicht tot, ey. Ist schon ein bisschen eher, ja. 11:30 Uhr in der Mensa einen Salat gegessen. Alter, Pizza, ja. Dürfen wir reden? Ihr dürft sagen, was ihr wollt. Was sind wir denn so? Wir hatten jetzt gerade unser Pizza-Date zu fünft. Das war sehr schön. Ja. Also mit meiner WG zusammen und halt meiner lieben Zwillingsschwester Johanna und Lea. Das war wirklich sehr nett, ja. War echt süß. Vielen Dank, dass wir dabei sein konnten. Danke, dass ich dabei sein durfte. Oh, Gast.
Am Mittwoch, den 18.01. bin ich nach Münster gereist, um Maxi zu besuchen. Wir hatten ein Study-Date und sie lernt ja auch gerade mit ihrem Study-Buddy für Physikum. Ich habe derweil versucht, für Physik und Zellbio einiges nachzuholen. Es war wirklich ein wunderschöner Tag. Für den Lunchbreak sind wir dann zu der Mensa am Aasee gegangen, haben uns da erstmal voll gefuttert. Danach ging es dann noch in den Botanischen Garten, wo wir dann auch mit unseren Lern- und Karteikarten alles Mögliche wiederholt haben. On top war es sozusagen gut, dass wir uns auch einfach noch ein bisschen bewegt haben. Wir waren auch im Epiphytenhaus. Also Epiphyten sind Aufsitzerpflanzen, die aber nicht den Lebenssaft der Bäume anzapfen, auf denen sie hocken, sondern sie machen das nur, um an Sonnenlicht und um an Regen bzw. Wasser zu kommen. Das hat uns alles ein sehr netter Mitarbeiter des Botanischen Gartens erklärt, der offensichtlich richtig Spaß daran hatte, uns das alles zu erzählen. Danach sind wir noch ein bisschen durch den wunderschönen Schlosspark geschlendert. Ich hatte insgesamt das Gefühl, dass ich wirklich sehr produktiv war, dass ich mir viel einprägen konnte an diesem Tag. Nicht zuletzt, weil man sich ja dann doch gegenseitig so extrem motiviert. Für mich ist es jedes Mal unfassbar der Motivationsboost, wenn ich mit Leuten zusammen lerne. Selbst wenn jeder seine eigenen Sachen lernt, aber einfach dieses gemeinsam sich auf seine Studies fokussieren, jedes Mal richtig toll. Übrigens habe ich vom Study Buddy von Maxi auch noch was richtig Leckeres zum Abendessen bekommen. Vielen Dank, es war so unfassbar gut. Yummy, yummy, yummy. Damit ich mich nicht so krass stressen musste bezüglich Rückfahrt nach Aachen, durfte ich dann sogar bei Maxi übernachten. Ich bin heute übrigens schon den ganzen Tag in meiner Comfy Clove unterwegs. Oh, es ist echt, ich glaube, schon relativ spät. Wir haben viel gelernt heute. Ich denke, demnächst gehen wir dann auch pennen. Morgen Vormittag fahre ich dann wieder nach Aachen, denn ich habe ja noch meine Pflichtveranstaltung Physik. Tutorium. Heute war ein echt schöner Tag. Danke, Maxi, für diesen wunderschönen Tag. Natürlich musste ich Maxis Skelett auch noch mal kurz belästigen. Bevor wir uns dann aber endgültig aufs Ohr gehauen haben, haben wir auch noch mal eine gute Stunde gelesen. Es war richtig entspannt. I really loved it. Am Morgen meiner Abreise hat es dann auch einfach geschneit, Leute. Es war so schön. Yo, 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 was geht, Leute? Ich bin gerade bei Charlotte. Wir machen heute ein Study Date. Das wird heute gut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Charlotte und ich sind dann zum Pontgarten gegangen. Das ist ein sehr preiswertes, studentenfreundliches Restaurant mit unfassbar leckerem Essen. Wir waren jetzt schon insgesamt zweimal dort futtern, also zusammen. Sie war schon öfter dort und es hat sich wirklich rentiert. Yummy, yummy, yummy. Also da kann man wirklich gut futtern gehen. Selbstverständlich haben wir dann noch Terminologie gelernt, einige Stunden. Denn am Dienstag, den 24.01. war die Klausur und die Ergebnisse werdet ihr tatsächlich auch noch in diesem Video erfahren. Seid also gespannt, 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 yeah. Wieder mal war ich essen mit Charlotte, dieses Mal im White House in Aachen. Und an dem Tag gab es natürlich wieder ein Physikpraktikum. Spaß, 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 Spaß. Du, du, du. Surprise! Ich war Lea Marianne in Hannover besuchen. Sie hat mich eingeladen, mit ihr zum MHH-Ball zu gehen. Wir haben uns gerade schon fertig gemacht. Oh, mich nervt dieser Streifen da. Siehst du das? Ja, dieser blaue Streifen, das sieht aus, als hätte es so eine Strähne. Was soll so? Eigentlich ganz nice. Und hier habe ich mich direkt an das nächste Skelett dran gemacht. Das hier war wortwörtlich das erste Mal, dass mir jemand Hitzelocken gemacht hat und sie sah so schön aus. Willkommen an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja. Kannst du das einmal erklären, was das ist? Schmerzfluid. Damit hat man keine Gelenkmuskelschmerzen. Das ist gegen Rheuma. Das Krasse ist, es sieht immer noch verdammt gut aus. Dang. Ein bisschen Locken habe ich auch noch.
Da wir zwei Leas uns ziemlich ausgepowert hatten, also die Füße taten uns noch extrem vom Tanzen weh, haben wir es am Samstag ganz entspannt angehen lassen und taten das, was zwei YouTuberinnen eben so tun. Richtig, andere YouTube-Videos anschauen. Frühstück im Bett. Wie so ein altes Ehepaar. Wofür denn? Das ist der sogenannte Svedberg-Koeffizient. Was ist das denn? Das ist ein Maß dafür, ja. Also wie das so Ding ein Gewicht. Ja, also sozusagen, wie viel Gewicht es hat. Genau. Und das sieht man daran, wie schnell es irgendwo runtergleitet oder so ähnlich. Genau. Ne? In so einem Sediment. Genau, Sediment. Achso, eigentlich, Wieland, hättest du Lust, kurz für meinen Vlog zu erklären, wie gestern der Abend war? Kurz? Ja, ich kann mich nicht kurz, was deswegen. Wie war der Abend, Wieland? Wie war der Abend? Ich würde sagen, ereignisreich. Wie immer bei uns. Wir haben hier schön vorgetrunken, mit schönem Lugana. Frei nach dem Motto, was können Mediziner am besten? Richtig. 14 Stunden lernen und danach die anderen 8 Stunden trinken. Frau Lea Brimara bekam von mir mein altes Zellbio-Skript, weil ich dir dazu mal sagen muss, Zellbio, man fragt sich echt, was mache ich hier eigentlich gerade im ersten Semester? Geschichte aus meinem Studium, ich stand mal mit Lea auf der Brücke, also Brücke ist bei uns... Ging es euch so schlecht? Ich werde nie vergessen, wie Lea da stand. Der sonst mal ja ruhig ist und ich mich immer eigentlich laut abfacke. Lea kam da raus, ich hasse Zellen! Ja. Das war die Einleitung, ich werde mich kurz fassen. Jetzt kommt der Special. Das war die Einleitung? Ja. So. Alter, Scheiße. Jetzt markieren Sie nur das Wichtigste. Kannst du das Licht noch ausmachen? Tschüss, Wieland. Tschüss, Monika. This was the moment we go out. Kannst du das Licht noch ausmachen? Er nimmt sogar die Chips mit. Der Räudige. Also da gibt es so Falafel-Rollen, voll lecker. Weil wir morgen noch brunchen gehen wollen. Alles gut. So, Leo und ich machen jetzt gleich eine Lernparty, denn ich muss noch eine Hausaufgabe abgeben. Ich dachte gerade, mit wem redest du? So ist das, wenn man mit Bloggern befreundet ist. Ich habe jetzt noch für so Zöpfchen entschieden, dass sie ein bisschen aussieht, für wie lange. Mit wem redet sie? Das ist, wenn man sich mit Bloggern anfreundet. Schlimm, gell, Otto? Wir sind jetzt gleich noch produktiv, wir haben relativ lang geschlafen und ich sag's mal so, am liebsten würde ich direkt wieder ins Bett, nachdem ich mich jetzt gerade geduscht habe, weil es so bequem hier ist, aber wir versuchen produktiv zu sein. Gell, Otto? Ich musste noch eine Physikhausaufgabe nachreichen und die liebe Lea hat währenddessen ihr Video schon mal geschnitten. Wir haben also beide versucht, auch einigermaßen produktiv noch zu sein am Samstag, was wir im Übrigen waren. Apropos, schaut gerne in Leas Vlog rein, wo wir beide auf dem MHH-Ball waren. Sehr schön geworden. Behind the scenes, wenn jemand seinen Vlog schneidet. So schreibt man auf jeden Fall Brot. Soll ich mir Käsebrot mitbringen? So, Lea und ich waren fleißig. Sie hat einiges an Schnittarbeit geschafft. Es war sehr cool, ihr auch zuzusehen. Das finde ich allgemein sehr spannend, wenn ich so Leute kennenlerne, die selber eben auch Videos schneiden, egal ob jetzt für YouTube oder sonst was. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie andere Leute, was für einen Schnittstil sie letzten Endes haben und auch mit was für Programmen sie schneiden. Ich schneide ja selber mit DaVinci Resolve und sie mit Final Cut. Und ich finde es jedes Mal spannend. Hallo. Hallo. Wir gehen jetzt zum Maschsee, gell? Ja. Und machen einen kleinen Spaziergang, weil wir wirklich den ganzen Tag jetzt mehr oder weniger nur gechillt haben. Und ein bisschen Bewegung muss ja sein, ne? As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Am Sonntag sind wir zum Seven Sundays gegangen, laut Lea einem der geilsten Läden, um zu brunchen. Tatsächlich mussten wir ca. so 20 Minuten vor dem Laden warten, da standen auch schon einige Leute. Aber da Marianne meinte, dass es sich rentiert, haben wir uns warme Gedanken gemacht. Dann kam unser Moment und wir wurden nach drin gebeten. Und Leute, ich sag's euch, das Warten hat sich wirklich gelohnt. Es war so unfassbar lecker. Also für mich ist die Sache ganz klar, Seven Sundays ist jetzt mein absoluter Lieblingsladen zum Frühstücken gehen. Change my mind. Es war so geil. Das Essen war einfach so gut. I mean, look at it. Es ist, oh mein Gott, wenn ich das schon sehe, ne? Oh, muss unbedingt Lea wieder in Hannover besuchen. Es war so lecker. Aber fürs nächste Mal bestellen wir uns nicht jeweils einen Pancake, sondern einen zusammen. Weil wir waren am Ende wirklich so satt. Es ging nichts mehr nahe. Und jeder von uns hatte noch so einen halben Pancake-Haufen übrig. Oh, ist so lecker gewesen. Yummy.
Natürlich hat das geile Essen auch seinen Preis, aber ich sag mal so, man macht das ja jetzt nicht jedes Wochenende und zu einem besonderen Anlass ist es einfach wirklich toll. Und mein Stolz, ich denk schon auf dem Müll. Müll, sondern Müll. Für Empfehlungen bin ich ja immer offen und ich musste Lea unbedingt mal Lukas Videos zeigen. Also Lukas ist so ein Meinungs-YouTuber, den ich unfassbar funny und auch interessant finde und über ihn komme ich immer mal auf so Themen, die einfach interessant sind für mich, die ich sonst nicht so gucken würde oder mich darüber informieren würde. Schaut gerne mal rein, der Typ ist einfach, I really love him. Dann habe ich mal wieder versucht, produktiv zu sein, denn die Physikklausur stand ja dann auch demnächst an, am Freitag, den 3. Ja, lol, ich muss jetzt einfach gerade nochmal nachschauen, wann die Physikklausur war. Genau, am 3.2. tatsächlich. Und das heißt, ich musste nochmal ein bisschen ranklotzen. Productivity, yay! Oh mein Gott, die Terminologie-Klausurenergebnisse kamen gerade online, als ich auf dem Weg nach Hause war. Natürlich musste ich sie dann direkt anschauen, weil ich es nicht abwarten konnte. Ich meine, ich hatte nur noch 6 Stunden Zugfahrt bis nach Aachen. Ich musste einfach direkt nachgucken. Und hier seht ihr jetzt meine Live-Reaction. Und hier kam der Moment der Wahrheit. Leute, ich habe Terminologie bestanden. Ja! Natürlich hatte ich ein gutes Gefühl gehabt an und für sich schon bei der Klausur, aber es nochmal schwarz auf weiß zu sehen, dass ich wirklich bestanden habe, das war einfach nochmal anders geil. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Alter, sowas schaff halt auch nur ich. Bin voll auf die Fresse geflogen beim Joggen. Oh Mann, die schöne Hose. Nach Jahrmillionen habe ich es auch mal geschafft, mein DaVinci Resolve 15 auf 18 aufzustocken. Das hätte ich auch einfach vor Jahren schon machen können, aber whatever, jetzt habe ich es endlich mal getan und ich bereue nichts. I won't go back. Und wieder mal ist die Lage besäufniserregend. Ich habe keine Lust, das großartig einzustellen. Hello, heute schreiben wir die Physikklausur. Wieso rede ich so komisch? Also ich sag's mal so, ich brauche verdammt viel Glück, dass ich das schaffe, weil ich war einfach faul, so wie immer irgendwie gefühlt. Und Physik ist auch gar nicht meins. Wobei ich sagen muss, es macht mir definitiv schon viel mehr Spaß als noch zu Schulzeiten. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich die Klausur schaffe. Also, ja. Das wollte ich nur kurz loswerden, bevor ich sie geschrieben habe, damit ich überhaupt irgendwas dazu gesagt habe. Ich muss wirklich die schlechteste Medizinstudentin sein, die es gibt. Wirklich. Like, literally. Auf dem Weg zur Physikklausur war ich relativ entspannt, weil ich auch einfach schon damit gerechnet habe, dass ich nicht bestehe. Netterweise hat Charlotte vor dem Super-C-Gebäude auf mich gewartet, weil ich einfach immer nervös bin. Das ist wirklich das Einzige, was mich nervös macht, dass ich nicht diesen Prüfungsraum finde. Und da hat sie mich sinnbildlich an die Hand genommen und mitgenommen. Und ja, dann haben wir die Physikklausur geschrieben. Danach waren wir wie so oft essen. Wir sind halt die Essensbuddies, ja. Dieses Mal waren wir im Aposto essen und die Pizza war richtig, richtig geil. Dann war ich noch in der Meierschen, das ist diese Buchhandlung hier in Aachen, und habe mir 2 Bücher gekauft. Was total unnötig ist, weil ich hier noch so einen ganzen Stapel, so ein Pile of Shame habe. Auch jede Menge Bücher, die mir Max hier ausgeliehen hat. Aber hey. Okay, Leute, ich muss jetzt eigentlich los. Aber ich habe gerade mitbekommen, dass per E-Mail anscheinend unsere Physikklausurergebnisse rausgekommen sind. Leute, never im Leben hätte ich gedacht, dass ich Physik bestanden habe. Niemals! Niemals! Ich hab's einfach... Oh, ich muss jetzt los. Ich habe Physik bestanden! Nee! Das kannst du halt keinem erzählen. Es werden wunderbar, glaubst du daran? Ich hatte tatsächlich ein Bewerbungsgespräch im UKA für einen Schreibjob in der Pathologie. Also
diktiertes Abtippen sozusagen. Oh mein Gott, es lief so gut, es lief so gut. Ich glaube, das wird was. Leute, ich krieg einen Minijob. Ich will mich nicht so viel freuen, aber es hat so viel Spaß gemacht und ich fand es mega spannend. Danach musste ich ziemlich zum Chemiepraktikum spurten, weil es zeitlich dann doch etwas knapp wurde. Aber ich habe es geschafft und wir waren rechtzeitig im Labor. Das Chemiepraktikum ist übrigens unfassbar anstrengend, gerade weil ich immer nur so semi-durchblicke, was ich eigentlich gerade machen muss. Aber ich habe Gott sei Dank Charlotte als Teampartnerin und ich wüsste auch nicht, was ich ohne sie tun würde, weil sie ist der einzige Grund, dass ich da irgendwie durchkomme, sind wir mal ehrlich. Vielen Dank, liebe Charlotte, dass du immer da bist und dass du nicht verzweifelst, so wie ich, dass du immer optimistisch bleibst und dass wir das alles hinbekommen. So, Charlotte, wie war denn der heutige Chemiepraktikumstag? Hast du dazu irgendwas zu sagen? Ich glaube, das, was ich zu sagen haben wollte, will niemand hören. Und doch, mich würde das interessieren. Ich fand ihn heute stressiger als gestern. Wenn du das rauspiepst. Help, ich piepse, wenn da nur Beleidigung. Ja, eben. Nein, also es war stressig. Es war stressig und viel und musst du so von unten filmen? Ich hab voll das doch weggegeben. Es war scheiße. Ja. Jawohl. Letzten Endes fand ich sie immer. Ja, es war in ganz Ordnung, witzig, ne? Aber unnötig. Weil ich dich habe und ich wäre aufgeschmissen. Oh. Es ist so, es ist so. Ich liebe mich. Auch wenn ich gerade ein bisschen verschwubbelt aussehe, so ist das halt nach einem Tag des Chemiepraktikums. Ich werde heute noch ein bisschen für Zellbio lernen, auch wenn ich keinerlei Hoffnung habe, dass ich am Freitag bestehen werde, aber egal. Ich kann ja jetzt schon mal anfangen, für die Wiederholungsklausur zu lernen. Ich wollte eigentlich nur noch erzählen, was für ein schöner Tag heute war. Als erstes, ich habe meine Physikklausur bestanden mit einer Punktlandung. Ich kann es immer noch nicht glauben, was für ein scheiß Glück muss man haben. Ansonsten hatte ich ein sehr, sehr, sehr nettes Bewerbungsgespräch im Uniklinikum in der Pathologie. Als Schreibkraft. Ich durfte dort dann auch zwei Texte tippen, also zwei diktierte Sachen. Bin jetzt gespannt, ob ich den Job bekomme. Ich bin gerade so stolz auf mich auch, dass ich einfach endlich mal den Schritt gewagt habe, mich zu bewerben auf einen Minijob. Denn ich hatte ehrlich gesagt die ganze Zeit Hemmungen. Also obwohl ich ja vor einen Beruf gelernt habe und viele Jahre als Arzthelferin gearbeitet habe, hatte ich irgendwie mega die Hemmung, mich zu bewerben, weil ich die ganze Zeit dachte, was ist, wenn ich dann keine Zeit mehr zum Lernen habe? Was ist, wenn mich das alles überfordert, wenn ich mir zu viel aufbürde? Und ja, es stimmt schon, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass mir das auch ein bisschen mehr Struktur noch gibt. Denn sind wir mal ehrlich, wenn ich zu Hause bin, bin ich auch nicht die ganze Zeit am Lernen. Ich chill hier schon eigentlich viel. Also ich bin nicht, dass das falsch rüberkommt, ne? Ich sitze hier nicht die ganze Zeit und lerne. Ich chill auch sehr viel. Ich lese, ich bin auf YouTube unterwegs, ich schaue eine Netflix-Serie, whatever. Und so ziehen die Stunden halt ins Land, ohne dass ich viel gemacht habe. Von daher, ich glaube, dass mir das ganz gut tun wird. Und es ist ja nur ein Minijob, also mein Gott. Ja, I'm very happy.